Willkommen zu diesem Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe euch heute ein kleines süßes Video zu diesen beiden Büchern mitgebracht. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, super Gelegenheit. Ich freue mich über jedes Like, über jeden Kommentar und über Abonnenten sowieso. Und ja, ich weiß, ich habe versprochen, ich mache eine Roomtour, wenn ich die 500 Abonnenten knacke. Das habe ich Stand jetzt getan. Ich muss allerdings noch ein bisschen aufräumen. Seht es mir nach, ich möchte euch gerne mein Bastelzimmer so zeigen, dass ihr auch was davon habt. Also außer, dass ihr über meine Ordnung hier schmunzeln könnt, weil es euch möglicherweise genauso geht, ihr es aber nie zugeben würdet. Ich gebe es jetzt zu, aber räumt trotzdem auf, bevor ich es euch zeige. So, kommen wir zu diesen beiden Büchern. Die habe ich gemacht und zwar in unserem Bekanntenkreis. Da haben wir zwei Mädels, die gerade Mama geworden sind, um genauer zu sein, in unserer Stallgemeinschaft. Und da gibt es natürlich auch ein kleines süßes Geschenk von uns. Und ich dachte mir so als passionierte Buchkünstlerin, was liegt näher als schöne Babybücher zu machen. Und zwar gibt es einen Jungen und ein Mädchen. Ja, ich habe das Ganze, sagen wir mal, nicht so kitschig gestaltet, wie manche Babysüßbücher so sind. Ich habe Stamperia-Papier genommen, ein Altered Book, habe es mit Leinen bezogen und einfach dieses Stamperia-Papier hier benutzt. Ich kann euch gar nicht mal sagen, welches das hier war, aber es ist einfach total schön. Bei dem weiß ich, das ist New England oder Old England. Gibt es unter beiden Namen, aber die Blätter sind irgendwie gleich, egal. Ich würde es auch nicht Junk Journal nennen, weil es sind einfach, also es sind wirklich Notizbücher. Ja, klar, hier gibt es auch eine kleine Pocket drin. Und das sind Notizbücher mit zwei Signaturen und so ein bisschen Sachen drin, also ein paar kleine Teile habe ich reingeklebt. Ich habe auch teegefärbtes Papier genommen, habe es auch gebügelt. Bisschen Spitze, Lesezeichen. Ne, hier und da so kleine Corner, Tags oder ne, Bellyband ist ja, wenn es in der Mitte ist. So, es ist einfach so ein ganz bisschen schön dekoriert mit der tollen Spitze, die auch sehr steif ist. Also das ist, die passt ja optimal als Seitenverlänger, weil dieses 8x8-Inch Papier, klar, man DIN A4 faltet, das passt dann einfach nicht ganz. So, und so habe ich diese Bücher hier aufgebaut. Das ist einfach Platz zum Schreiben. Ohne irgendwie weiter dekorierte Themen habe ich hier einfach ganz viel Platz zum Schreiben. Ein paar kleine Kärtchen und alles reingepackt. Also dieses Papier ist wunderschön. Das hat mir richtig Spaß und Freude gemacht, damit zu arbeiten. Hier ist wieder ein kleines Täschchen. Vielleicht kann man Fotos reinpacken. Wir werden mal sehen, was die Mädels damit anstellen. So, das war das für das Mädel. Und das hier ist das für den kleinen Jungen. Mal gucken, vielleicht kann ja auch sein, dass was daraus wird, dass die Kids irgendwann mal ihre eigenen Bücher dann mal lesen. So, auch hier habe ich das schöne Stamperia-Papier genommen. Und das hier ist auch eine Tasche. Dann habe ich auch hier teegefärbtes Papier verarbeitet und auch das eine oder andere dekoriert. Hier ist ein bisschen weniger dekoriert als in dem anderen Buch, dafür größere Sachen. Es kommt halt immer so, wie das Papier Sachen mitbringt. Ja, und hier ist es einfach so, das Papier hat ein bisschen größere Sachen mitgebracht, ein paar mehr Text, ein paar mehr Karten, wie das hier zum Beispiel. Solche Teile. Und ja, so habe ich die Bücher unterschiedlich gestaltet. Aber mit dem gleichen Prinzip. Viel Platz zum Schreiben, viel Raum, um einfach selber zu gestalten. Und ich habe einfach nur mit der Farbe so ein bisschen in die Richtung gewirkt. Also ich habe hier ein bisschen blau und beige und bei dem anderen ist es ein bisschen, ja, blumiger. Sagen wir es mal so. Blumiger und beige. Also auch hier ist wieder, ja, mit meinen Fingernägeln komme ich gar nicht dahinter. So, auch hier ist wieder eine Pocket dahinter. So, also ganz simpel, ganz einfach und mit dem Zweck, dass derjenige das bekommt oder diejenige. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Mamis diese Bücher benutzen werden und nicht die Papis. Aber ich lasse mich auch eines Besseren belehren oder überraschen. So, Jungs, lasst mich nicht im Stich, ne? Genau. Ja, und da bin ich mal gespannt, was da reinkommt und wie sie es benutzen, wie sie es ausgestalten. Ja, und ich hoffe, dass es nicht Schrankware wird, also dass es nicht einfach im Regal steht und nicht benutzt wird, sondern dass es wirklich den Zweck erfüllt
oder in die Richtung geht, ein schönes Babybuch, Kinderbuch zu werden, vielleicht ein paar tolle Notizen reinzukommen. Man hat ja immer was zu erzählen, wenn man Kids hat. Oder mal ein paar Anekdötchen aufzuschreiben oder wenn die Kinder sprechen lernen. Es gibt so geile Sachen, die man einfach mal kurz in Stichworten aufschreiben kann. Ja, und das wäre natürlich klasse, wenn das in die Richtung geht, ne? Also, das wollte ich euch nur kurz zeigen. Es ist, wie gesagt, ein sehr kurzes Video diesmal und kein richtiges Junk Journal, sondern ja, Notizbücher. Aber Altered Books und selbstgestaltet, hier haben alte Bücher eine neue Seele bekommen. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart, dass ihr mich hier begleitet habt bei dem kleinen, feinen Video zu diesen kleinen, feinen Babybüchern. Und ja, mir war es sehr wichtig, die Dinger nicht so kitschig zu machen, sondern einfach schön und haptisch und einfach was zum Liebhaben. Und ich bin sehr gespannt, wie sie ankommen. Und dann werde ich jetzt mal zusehen, dass ich sie an den Mann oder an die Frau bringe. Na, mal gucken. Vielleicht kriege ich ja mal ein Update davon, wie sie genutzt wurden. Da, ja, also wenn ich eins bekomme, dann gebe ich es direkt an euch weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich auf die nächsten Videos und auf eure Kommentare. Und ja, der Austausch läuft. Also ich bin total begeistert. Ich komme teilweise gar nicht hinterher. Alles klar, ihr Lieben. Ich sag mal, bis demnächst in diesem Kino.